Ich habe euch heute wieder meine Morgenroutine aufgenommen. Das ein oder andere Produkt ist neu und es verändert sich je nach Jahreszeit ja doch ein bisschen. Ihr mögt die Videos ganz gerne, also nehme ich euch wieder mit die folgenden 2 Tage. Und ich würde sagen, wir legen los mit morgens. Also jetzt seid gespannt nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und wir sprechen heute über meine Morgenroutine. Ihr mögt diese Videos ganz gerne und ich würde einfach sagen, wir legen jetzt mal los. Viele der Produkte habe ich schon vorgestellt, andere wiederum nicht. Es ist tatsächlich was Neues dabei. Es wird auch ein Update zu der Routine geben. Wie gesagt, ihr mögt die Videos ganz gerne, um einfach auch mal zu sehen, wie man solche Produkte kombinieren kann. Und der ist fast leer. Deswegen sage ich, es wird ein Update geben. Aber ich habe ihn echt geliebt, muss man wirklich sagen. Also weniger im Gesicht als am Körper. Im Gesicht trage ich ihn jetzt auch gerne. Was heißt auftragen, sondern ich verwende ihn ganz gerne. Das ist mit BHA. Aber die ganze Sache ist so formuliert, dass das nicht peelt. Und das ist super beruhigend für die Haut. Und sehr gut auf dem Kopf, wenn du so eine katastrophale Kopfhaut hast wie ich. Das beruhigt einfach total. Ist aber zum Beispiel nicht geeignet, um Make-up runterzukriegen. Deswegen ist es so mein Produkt, was ich morgens einfach verwende. Habe jetzt aber auch ein Referenzprodukt von No. Da bin ich auch schon unwahrscheinlich gespannt, was das so kann. Wird erstmal nicht nachgekauft, hat aber nicht damit zu bedeuten, dass ich das nicht mag, das Produkt. Das ist wunderbar. Wenn ich irgendwann mal wieder ja, Platz habe, dann werde ich den auch wirklich wiederholen. Aber das ist halt wirklich richtig toll am Morgen. Dann kannst du deine Haut so auf die Produkte auch so ein bisschen vorbereiten. Und wie gesagt, es beruhigt. Es beruhigt richtig gut. Zweites Produkt in meiner Routine ist das Intensivserum von Isana. Pure Liebe, leider leer, kann man an der Stelle sagen. Wird aber nachgekauft. Ersetze ich aber erstmal mit dem No Slow Aging Serum. Aber das ist echt eine Bank, da braucht man sich überhaupt keine Gedanken machen. Und für 4,99 € kann ich echt nichts sagen. Ich habe darüber auch ein Video gemacht. Ich werde es eh jetzt so machen. Die Produkte, die ich vorgestellt habe, die packe ich euch in der Playlist unter das ihr. Da könnt ihr dann reingucken, falls ihr die Produkte noch nicht kennt. Mega gut. Ich mag es total gerne. Aber wie schon gesagt, jetzt muss erstmal Platz geschafft werden für ein neues Produkt und da geht es eher wieder in die Warteliste. Aber das habe ich auch echt schnell verbraucht. Dann nehme ich 2 Pumpstöße und das Fläschchen ist dann relativ zügig leer. Aber ist toll, ne? Also es hat nichts mit Age zu tun und so. Und gerade am Morgen, man muss nur aufpassen, wenn es jetzt Minusgrade hat und ich liebe es halt so Feuchtigkeit aufs Gesicht zu packen, nicht direkt rausgehen, weil solche Sachen können auch im Gesicht frieren. Und ich rede halt jetzt wirklich von Minusgraden, wenn es wirklich richtig kalt wird. Da muss man echt aufpassen und dann eher von der Feuchtigkeit weggehen und dann wieder so ein bisschen mehr Reichhaltiges draufpacken. Aber wenn man so eine Stunde oder anderthalb noch zu Hause ist, dann passt das schon auf jeden Fall. Ich mag es halt, ich liebe einen frischen Kick am Morgen und da passt es hundertprozentig rein. Mein absolutes Lieblingsprodukt. Boah, ich lieb's. Ich lieb's wirklich. Das hätte ich nicht gedacht. Also, ich war da sehr, sehr zurückhaltend, als ich gesehen habe, sie bringen sowas raus, weil No selber dann auch sagen, das ist ein Nice-to-Have-Produkt. Also, man braucht es nicht unbedingt. Ich bin jetzt jemand, ich habe nicht so wirklich Falten, aber ich habe so kleine Fältchen. Ich bin 42, ich darf kleine Fältchen haben. Und da funktioniert das wunderbar. Ich kann natürlich nicht sagen, bei jemand, der jetzt schon richtig ausgeprägte Falten um die Augen hat, ob das da auch was bringt. Mir bringt es auf jeden Fall was. Und dann hat es diese Kugel. Und du kannst echt bis an den Wimpernkranz kannst du die Sache auftragen. Das ist das Tolle. Und es brennt nicht in den Augen, nichts. Also pure Liebe. Absolut klasse. Ich denke, davon werde ich ein bisschen länger was haben, weil es ist recht sparsam. Das ist eine klare Flüssigkeit, die ist nicht besonders dickflüssig und man braucht halt auch nicht viel. Und
Ich werde eher wieder von dem Thema Augencreme weggehen, weil das bringt mir halt nicht so viel. Das bringt mir wesentlich mehr und das ist genau mein Ding. Ich habe ja schon angedeutet, so von dem Thema Augencreme komme ich jetzt echt wieder weg. Die sind oftmals schlechter formuliert als deine restliche Pflege. Wenn du eine gute Pflege hast, die nicht parfümiert ist, dann kannst du die durchweg auch unter die Augen packen. Man braucht so ein Produkt, braucht man nicht. Halten wir fest. Aber das war echt nicht schlecht. Das habe ich auch vorgestellt. Du findest es unter dem i. Das ist die Augencreme von Naturschön Alverde. Da gibt es noch eine ohne Granatapfel. Die hat mich halt so ein bisschen inspiriert. Es gibt noch eine von Balea, die nicht schlecht ist. Aber ich will jetzt erstmal ohne Augencreme auskommen. Diese Zeit spare ich mir einfach, weil ich habe den tollen Roll-On. Und der reicht mir, der reicht mir sowas von. Ich liebe das. Also ich habe nur die Befürchtung in meinem Roll-On, dass ich halt nicht mitkriege, weil er leer ist. Ich weiß auch nicht. Da bin ich schon so ein bisschen Angst, dass der jetzt schon leer geht, obwohl ich den noch gar nicht so lange verwendet habe. Darüber gibt es ein Video, darüber gibt es noch kein Video. Und diese Kombination finde ich gerade echt wunderbar. Und wenn du halt deine Augencreme aufpeppen möchtest, dann versuch es mal echt mit diesem Roll-On. Aber die ist auch echt gut, wenn du wirklich so trockene Stellen unterm Auge hast, was ich ja in dem Sinn eigentlich nicht habe, weil ich eben ja fettige Haut habe und die ist auch unterm Auge fettig. Also das wird für mich nicht mehr nachgekauft, ist aber trotzdem eine richtig gute Augencreme. Falls du eine suchst, da kannst du zugreifen. Dem Thema Retinol bin ich auch in einem extra Video mal hinterhergegangen als Faktencheck für die Leute, die mal kurz wissen wollen, was Retinol ist. Es ist immer besser, wenn man es nachliest, das ist ganz wichtig. Und das Retinol von Colibri ist halt echt mega gut, es ist sehr mild formuliert, es sind Ceramide drin. Es ist mit Bakuchiol und Retinal, also gut verträglich. Aber bei Retinol ist es halt immer die Sache, ich habe eine fettige Haut und meine Haut kann echt viel ab. Also die ist nicht so schnell gereizt. Aber es kann halt auch sein, dass du solche Produkte nicht so gut verträgst. Da musst du aufpassen. Und bei Retinol ist es auch so, wenn du sowas am Morgen verwendest, dann musst du Sonnenschutz tragen. Den Sonnenschutz musst du so oder so tragen, keine Frage. Aber da ist nochmal ein Extra. Ne? Also wenn du das Retinol auf deinem Gesicht schützen möchtest, jetzt sagen wir es mal anders, wenn du das Retinol auf deinem Gesicht schützen möchtest, brauchst du Sonnencreme. Du brauchst die Sonnencreme aber trotzdem auch ohne Retinol. Habe ich jetzt, glaube ich, ganz gut erklärt. Zum Schluss die Sonnencreme. Ich habe es ja schon gesagt, wie wichtig das ist. Und das ist die Visan, die parfümierte Variante. Von der großen Variante gibt es von Visan jetzt tatsächlich auch eine unparfümierte. Ich habe die kleine fürs Gesicht. Die machen Werbung mit einem sehr starken UVA-Schutz. Kann ich jetzt natürlich nicht so viel darüber sagen, aber ich komme mit den Cremes unwahrscheinlich gut zurecht. Alle beide. Die sowohl auch die andere. Ich werde auf jeden Fall die große unparfümierte holen davon, weil das ist einfach gut. Das ist ihr Geld. Die ist ein bisschen teurer, ne? Aber die lohnt sich halt einfach. Hier ist noch so ein bisschen drin, das bin ich gerade am leer machen. Aber die war am Anfang schon so ein kleiner Schock, weil die sehr stark parfümiert ist. Die ist so stark parfümiert, das braucht man einfach nicht. Und ich finde es halt gut, dass die Firma auf die Community gehört hat und eben eine Variante ohne Duftstoffe rausgebracht hat. Und die zieht so gut ein, die ist nicht schmierig. Im Moment mache ich es so, da achte ich nicht so stark darauf, dass ich exakt die Menge, die man auftragen muss, ein Gramm auf dem Gesicht auftrage, sondern ich trage sie halt sehr zügig auf. Und das ist dann meistens kein Gramm, gebe ich zu. Im Sommer war es ein bisschen so, also war es ein bisschen mehr, sodass ich halt wirklich mehr aufgetragen habe. Da ist es halt einfach auch wichtig, gerade wenn du draußen bist. Und jetzt ist es eher so, dass ich es halt nach Gefühl auftrage. Für sowas habe ich mir eben auch eine Feinwaage geholt. Die findest du übrigens unten in der Infobox, falls du Bock auf eine Feinwaage hast. Ist immer gut, mal so ein bisschen zu sehen, was ist jetzt die Menge, die ich da auftragen soll. Und das war mitunter eine der ersten Sonnencremes, die ich gefunden habe bezüglich
Korallenschutz, na, das ist eben auch wichtig. Also Wiesern liebe ich, Wiesern bleibe ich treu und die große hole ich mir auf jeden Fall auch noch.